So, komm. Ach, verflucht doch eins. Ah. Das ist schon ein kleiner Frechdachs, muss ich echt so sagen. Muss ich echt schon so sagen. So. Jetzt hauen wir hier einfach noch mal ein paar Köder hin. Ich glaube nämlich einfach mal, dass die Köder hier gerade mal zu schnell weggesteckt hatten. Aber ihr guckt euch das an, wie wenig Schaden wir den gemacht haben. Treffen die ihn einfach nicht. Komm. Wir treffen den nur, wenn er beißt. Komm! Beiß nochmal, beiß nochmal, beiß nochmal. Komm hier. Komm, jetzt hatten wir es doch gerade. Aber ihr seht es jetzt hier ganz deutlich. Wir schießen den die ganze Zeit zwischen die Beine. Und da ist echt diese Abfrage sehr nicht so schön. Ne? Ach ja, komm. Komm noch mal eine letzte Runde hier. Und... Oh Mann, ey. So. Den hätten wir auch. Komm mal bitte. Da, da, Köder. Du brauchst mehr Energie. Was? Hab ich doch. Komm, hau ihn um. Hau ihn um, hau ihn um, hau ihn um. Erhöhte Position, ausnutzen. Auge drauf. Es ist so nervend, dieser Kampf, ja. Also ihr habt gesehen, es ist schon sehr nervend, aber hier 37.000 Erfahrungspunkte, ähnlich wie bei diesen anderen Kreaturen wie Manticore, Hydra. Also wir sind weniger natürlich draufgegangen als bei der Hydra. Hydra, da sind wir ja, ich glaube, 5-mal draufgegangen oder so, kann sein. Bei Manticore sind wir ja auch kein Mal draufgegangen, aber hier, das war echt lahm, ja. Also das war lahm, dass wir die Gegner nicht getroffen haben. Nicht so ohne weiteres, ja, sondern dass man da wirklich... Zeit investieren musste. Viel Zeit und Spuck. Das finde ich immer ein bisschen nervend. Ja, also wenn du da wirklich... Du kannst ja schießen, ich hätte die ganze Zeit rumspammen können, ja, aber es bringt ja einem nichts, ja. Du verballerst da Mana noch und nöcher, aber du triffst das Scheißvieh nicht. Wir hätten das eigentlich schon wesentlich schneller killen können, ja. Ich glaube, im Endeffekt hätten wir da 40 Pfeile reingeballert, dann wäre der Typ tot gewesen in 10 Sekunden. Aber weil wir ihn die ganze Zeit nicht getroffen hatten, da war die ganze Problematik begraben, ja. Hat man da ein kleines Problemchen. So, jetzt kann ich hier wieder auf meinen anderen Bogen gehen. Auf meinen, ich klaue hier mal ein bisschen Lebenbogen, ja. Okay. Da gucken wir doch gleich nochmal rein. La 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 la. Warte mal, ich glaube, das ging hier bloß nochmal ein Stückchen in eine andere Höhle rein und dann kann man hier raus. Das war nämlich so eine Art unterirdisches Tunnelsystem. Ja, kennt man ja aus Japan. Oder aus dem Orient, besser gesagt.
Ja. Okay. Boah, endlich mal ein bisschen Lied hier, war oder halt so eine komische Trillerpfeife. Das ist eine alte, altbewährte Trillerpfeife. Leck mich. Dragoner. Oh Gott. Dragoner, wisst ihr ja selber. Erzfeind von Meltas, weil wir kennen da ja unseren guten alten Freund, den Magier. Den Magier. Was hat denn der da? Oh Gott, ich laufe jetzt einfach mal hier schnurstracks nach unten. Warte. So. Solange wir schießen, können wir nicht sterben. Und das ist halt sehr vorteilhaft zu wissen. So. Und hier haben wir nämlich das nächste kleine Dörfchen. Deswegen wollte ich erstmal hier hinwandern. Damit wir zumindest einen Ausgangspunkt haben und einfach nur nach oben kämpfen müssen. Ja. Also das ist erstmal unser Ausgangspunkt. Und ich werde jetzt mich erstmal darum bemühen, nur noch nach oben zu kämpfen und erstmal alles hier zu sichern, ja. Erst einmal alles zu sichern und dann können wir hier mit den ganzen Leuten sprechen und rumphilosophieren und die Konfuzius-Weisheiten einfach mal so, ja, anbringen. Einfach mal wirklich darüber zu philosophieren, zu sagen, ja, Konfuzius, der meint ja hier das eine, aber sagt er das andere. Und so weiter und so fort. Okay. Und außerdem haben wir jetzt endlich mal wieder ein bisschen Musik, ja. Mit Wu Li. Ja. An der Reika. Oder keine Ahnung, was es hier für Instrumente gibt. Aber das gefällt mir auch hier. Das gefällt mir auch echt, dass man hier mal ein bisschen Musik hat. Dass das hier ein bisschen so motivierender klingt. Nicht so die ganze Zeit so trist, ah, bla. Oh, sehr gut. Komm, Fremder. Wir Meltas ist am Labern. Ist ja total interessant und so. Oh, der labert doch eh nur Scheiße. Kann den nicht mal jemand absetzen? Auf Wiedersehen. Ja, ist richtig, ja. Würde ich genau so davor sitzen und auch die ganze Zeit so rumspammen und sagen, oh, nein. Meltas, warum laberst du schon wieder so einen Scheiß? Oh, dann hört auch gleich wieder die Musik auf. Das ist doch unglaublich, ja. Ach ja, und hier haben wir noch ein paar Pflanzen. Pflanzenkriecher. So. Also das ist hiermit die Stelle, die ich empfehlen würde. Solltet ihr legendäre Rebengewächse suchen, also dann könnte ich das hier echt empfehlen. Denn dieses Gebiet, das hat relativ viele Pflanzenfeinde. Pflanzenfeinde nicht, aber hier halt, ihr wisst schon, Pflanzengegner. Wo man halt die Möglichkeit eingeräumt bekommt, so ein Zeug zu farmen. Und wenn ihr einfach alle da schon getötet habt, ich glaube, wir hatten das ja auch immer gemacht gehabt, einfach dann wieder resetten, hier bei dem Portal rauskommen und einfach nochmal ablaufen. Also das ist mit wirklich ein guter Farmpunkt. Würde ich einfach mal behaupten, ja, also hier habe ich zumindest immer Rebengewächse und so einen Scheiß gefarmt gehabt, wenn ich es gebraucht habe. Und wenn ihr mal bei Aimrun überhaupt gar nichts bekommt, ja, nicht gleich traurig reingucken, ja, sondern einfach Neulan, weiter geht's. Ja. Einfach den Staub abklopfen und dann, ja. Einfach wieder aufstehen, Staub abklopfen und auf ein neues. So, oh, Alter, wie dieses Gebiet hasse, Alter.
Ich hasse es so sehr. Ich hasse es so sehr. Du siehst hier nichts. Am liebsten, ja, Benzinkanister, Streichholz. Und dann würde man hier auch ein bisschen mehr sehen, aber nun gut. Du hast hier zwar so viel schönes Grün, aber das ist ja sehr schön. Aber wir müssen zum Glück hier nur einmal durch. Legendäres Rebengewächs, da hätten wir was. So. Vielleicht kommt hier noch eins. Komm, noch ein kleines Rebengewächs, bitteschön. Ich glaube sogar, das Rebengewächs hat eigentlich auch einen ziemlich coolen Effekt. Moment. Ich muss dann gleich nochmal gucken. Wie kam das so vor, als ob das einen ziemlich coolen Effekt hatte? Aber ich kann mich jetzt nicht mehr daran erinnern, was es genau war. Deswegen gucken wir gleich nochmal. Und zwar hatte Rebengewächs... Ach, plus 1! Gesundheitsregeneration war das. Ach so. Ja, also man bekommt dann satte plus 1 auf Gesundheitsregeneration. Und dann prozentual kann man das dann auch nochmal erhöhen, diese Gesundheitsregeneration. Warte, wir können ja mal spaßenshalber, haben wir hier noch? Nee, hier haben wir nichts mehr. Hallo? Uiuiuiui, Herr Jemini. Das wäre auch sowas vielleicht für eine Armschiene, die man in Grün hat, also sprich die Armschiene beispielsweise von den Gorgonen. Da könnte man so einen Firlefanz draufknallen. Wenn man jetzt hier noch irgendwo auf Gesundheitsregeneration achten muss, wenn man jetzt hier halt noch unterwegs ist, um bis zur Hades zu gelangen, alle Teleporter sich zu besorgen, da könnte man sowas noch empfehlen. Aber wenn es dann nur noch um Schadensoptimierung geht, würde ich dann davon wieder abraten. Wenn man nicht gerade der Tank in der Gruppe ist. Wenn man halt, ja, gruppenmäßig Telkine und die ganzen Bosse laufen möchte. Oh, da ist ja auch noch einer. Mann, der hätte mir doch noch mal so ein Ding droppen können. Hier so ein Riemengewächs, so ein kleines. Nur ein kleines. Hätte ja kein großes sein müssen. Oh, warte mal, wir haben ja noch eins. Haha, so. Ui, hier, plus 5 Gesundheitsregeneration pro Sekunde, plus 100% Gesundheitsregeneration. Also das ist sehr schön, Freunde, jetzt müsst ihr euch einfach mal vorstellen. Ja, warte mal, was hat er ja gerade vorgelesen, der gute Herr? Der hat vorgelesen plus 5 und plus 100%. Also würde das heißen, wenn ich es anwende, kriege ich eigentlich 10 dazu. Genau. So sieht es nämlich aus, weil wir kriegen ja dann, wenn wir das einfach jetzt mal auf unsere Armschienen draufknallen würden, würden wir ja plus 5 auf unsere Gesundheitsregeneration bekommen. Und zusätzlich, allein durch dasselbe Item, durch dasselbe Relikt, würden wir ja dann nochmal plus 100% noch dazu bekommen. Also somit 100% nochmal mehr. Also es würde heißen 5 plus 5. Wollen wir dann nochmal haben. So, dann noch zusätzlich als Jäger gesprochen, haben wir ja durch unsere Rheuma-Paste, die wir uns immer wieder schön auf die Knie schmieren, haben wir ja dann auch nochmal zusätzlich mal, Moment, warte, ja, lass mich gucken, hier haben wir 7,8 Gesundheitsregeneration pro Sekunde. So, dann daraus auch nochmal plus 100%, ja, würde man alleine dort nochmal 14 bekommen, so, dann wäre man schon bei 24. Nicht schlecht, so. Jetzt gehen wir mal davon aus, wir haben nur komplett grüne Rüstung und den Knoten der Isis. So. Was heißt nur grüne Ausrüstung? Grüne Ausrüstung sagt man jetzt erstmal, oh scheiße. So. Aber wenn man jetzt einfach mal so auf diese Tanky-Schiene gehen würde, man würde das jetzt fünfmal sich draufknallen, ja. Oder, warte mal, wie viel hat man? 1, 2, 3, 4. Ja, man hat viermal diese Möglichkeit, sowas drauf zu knallen. Also es würde heißen, man hätte 400% dadurch und dann nochmal 200% durch Knoten der Isis. Oder wie das Artefakt auch mal heißen mag. Knoten der Isis, glaube ich, ja. Wo du dann nochmal 200% Punkte bekommst auf Gesundheitsregeneration. Sehr schön, ja. Dann wärst du bei 600% mal, ja, keine Ahnung, was du grundmäßig dann so hättest. Sagen wir mal, pff. Oh ja, wie können wir da rechnen?
4x5. 1, 2, 3, 4x5 Gesundheitsregeneration. Dann hättest du schon mal 20. Dann, keine Ahnung, noch die Passe dazu, wo du dann nochmal 7 hast. Dann hast du 27. Dann kannst du rechnen, 27 mal 6. Ja, durch diese 600% zusätzlich. Ja, dann bist du bei deiner Gesundheitsregeneration, die eigentlich gar nicht so verkehrt wäre. Ja. Also, ich würde das gerne mal sehen, wie das aussieht, wenn du dann einfach mal irgendwo angeschlagen wirst und wenn du dann einfach mal regenerierst. Ja. Das würde mich echt mal interessieren. Natürlich können dann einige sagen, ah ja, dann bist du ja nicht so stark. Das kann sein, ja. Aber pff. Mich würde einfach mal nur dein Lebensbalken interessieren, wie der sich auffüllt, ja. Ob das dann signifikant ist oder ob das dann eher so, oh, so lala. Ja. Wenn du dann 100 Gesundheit pro Sekunde regenerierst, das muss doch schon irgendwo ersichtlich dann sein. Aber das sind halt immer so eine mathematische Spielereichen, die ich nur im Kopf mache, weil ich, ja, ihr wisst es ja, ich bin jetzt nicht so der, der immer nur grünes Equip immer sich zusammensammelt. Ich bin eher der, welcher auf Lianes eher aufspringt. Der es jetzt auch mittlerweile gelernt hat, dass grünes auch gut ist. Ich war ja immer so einer, der gesagt hat, ach, grün, kannst du die Tonne treten, ist total scheiße, ja. Ich habe mich ja belehren lassen. Es ist dann doch gut. Kann ich echt empfehlen, das grüne Zeug. Aber ich würde jetzt nicht mal mir mal so eine Ausrüstung zusammenstellen, wo du da nur grünes Equip hast. Das, ich weiß nicht. Also da habe ich so einen inneren Konflikt, den ich da vielleicht bekämpfen müsste. Weil ich sag da so selber, oh nee, ist jetzt nicht so toll. Hm. Ja, das ist so eine Kopfblockade. Also, nee. Kann ich mit mir nicht, also mit mir kann ich das nicht so vereinbaren, nur grünes Equip rumzuschleppen. So, auch wenn ich einen grünen Bogen gerade habe und einen Kollegen von mir davon bezürzt habe, ja, dass doch grünes Equip gar nicht so verkehrt ist. Der hatte Artemis Bogensehne, hat auch einen Jäger und war sehr schockiert, als ich ihm dann mal einen Bogen zusammengebaut hatte, während der Taking Runs. Da hat er dann so gesagt, Alter, der hat dann auch erstmal seine DPS verdoppelt gehabt. Famos noch eins. Das waren jetzt nicht seine Worte, aber so eine Art hat er das gesagt. Er hat dann eher so eine Vulgärsprache verwendet, Affentitten geil und so. Aber nun gut, ihr wisst, es kam auch selber hinaus. Und ja, wir gucken mal weiter. Was haben wir hier? Geschichtenerzähler. Ja, das ist der Geschichtenerzähler. Und was will der hier erstmal? Manche schreien und verfluchen diese Monster. Aber auch sie sind ein Teil des Weges. Ein weiser Mann akzeptiert, studiert und kämpft dann ohne Furcht oder Sehnsucht. Ja, sehr weise. Und auch ein wenig poetisch. Ein Tao-Magier von großer Macht lebte ganz allein im Jingle-Tal, nicht weit vom Berg Quiyun. Er besuchte uns jeden Neumond, um Neuigkeiten zu erfahren und Reis zu holen. Aber der Mond ist gekommen und gegangen. Und wir haben ihn nicht gesehen. Das ist aber nicht so gut. Das ist wahrlich nicht so gut. So, ich überlege gerade mal. Stärke sind wir bei 334. 342. Ja. Hab in die Stärke. So. Gut, da hätten wir noch den Geschichtenerzähler. Haben wir hier unten noch einen? Nö, da war auch kein mehr. Gut, dann Geschichtenerzähler. Dann gib uns mal einen zum Besten. Bevor der große Weise Lao Tzu seine Stellung bei der kaiserlichen Bibliothek verließ, soll Konfuzius ihn dort getroffen haben. Und sie sprachen viele Tage miteinander. Es heißt, Konfuzius lernte mehr von dem Weisen als von allen Büchern der Bibliothek. Als Lao Tzu ging, ritt er auf seinem Wasserbüffel nach Westen. Weit entfernt an einem Tor im Westen wurde er von einer Wache angehalten. Bevor du gehst, großer Meister, bat der Mann, schreib bitte deine Lehren nieder. Wenn du es nicht tust, werden sie bestimmt vergessen und gehen verloren. Und deswegen haben wir das Tao Te Ching. Dann ging Lao Tzu nach Westen.
hinein in die Wüste und verschwand aus den Augen aller Sterblichen. Ja. Das ist ja unglaublich. Also deswegen haben wir das Tao Te Ching. Ja, also so sieht's aus. Wenn ihr jetzt denkt, dass ich euch verarschen wollte, nein, das ist wirklich so. Deswegen haben wir das Tao Te Ching. Das ist unter anderem, ich glaube, das ist die Grundlage für den Konfuzianismus. Das ist, diese Religion gibt es wirklich. Das sind die, die halt die Lehren des Konfuzius als Grundlage ihres Lebens, ihres Seins haben. Und das finde ich gar nicht so verkehrt, ja. Also. Mein Sohn, er lebt. Ach, wie gut. Wenn er zu mir zurückkehrt, werde ich ihm vergeben. Zwischen uns soll es keinen Zorn mehr geben. Na bitteschön, ja. Okay. Jetzt waren wir auch noch Mediator gerade eben, habt ihr gemerkt? Ja, wir haben da einfach noch diese Vater-Sohn-Konflikte auch gerade noch gelöst und können jetzt auch gleich weiterschreiten. So, weil ich merke auch gerade schon, es wird ein wenig heller. Ja. Der Schleier der Nacht, der lüftet sich und wir können uns jetzt auch des Weges wieder annehmen. Und einfach mal alles bezwingen hier. Die ganzen Tigerkrieger. Solange wie es nur Tigerkrieger sind, ist ja alles in Ordnung. Ah. So. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der nächste Zwischenboss, der wird ein großes rotes Schwein sein. Bloß mal, um schon ein bisschen rumzuspoilern. Kannst du mal hier das Auge werfen? Oh, yeah, yeah. Oh, da quietscht er einfach mal so hier. Weil er eine gefangen hat von so einem Pantherkrieger. Also, bloß weil der da mal seine Handkante rausgeholt hatte, das war ja nicht so schön. Da quiekt es erstmal los. Vielleicht kannst du mir helfen. Seit langer Zeit werden meine Ahnen in einer Höhle zur Ruhe gebettet, die hinter den Wasserfällen des Flusses Jinge versteckt ist. Ich ging immer mit Opfergaben dorthin, aber beim letzten Mal wendeten sich die Geister gegen mich. Sie schlugen einen aus ihrer eigenen Familie. Sauerei, aber echt, ey. So, und deswegen werden wir uns darum kümmern, ja, hinter dem Wasserfall, da geht's dann weiter. Da knallen wir dann einfach mal den Leuten auch eins auf den, ja, auf den Kopf. Da gibt es dann erstmal 5 auf die 12. So. Komm hier. Bam, 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 bam. Easy. Puzzle-Taktik hier, die meltersianische Puzzle-Taktik, da muss man halt immer am Wegesrand entlang laufen, in der Hoffnung, dass man halt dann das Gebiet komplett umrundet. Oh, hier, Katana-Schwert, Schwert von Zuo. So, gucken wir uns auch gleich nochmal an. Komm. Mahagoni-Truhe, ja, sehr schön. Ah. Mann, verreckt doch endlich hier. Solange wir nicht auf Magier treffen, ist alles in Ordnung. Ja. Freue ich mich wie ein kleines Schulkind hier zu Weihnachten. Was hat das Schulkind jetzt mit Weihnachten zu tun? Ist ja auch Wurst, aber ihr wisst schon, was ich meine, ja. Solange wie wir jetzt hier nicht auf unseren Erzfeind, den verhassten Dragonermagier treffen, die dann einfach ihre Bubble der Verwirrung auf uns werfen und wir dann verwirrt umherlaufen und alle anderen uns einfach mal töten. Ja. Ist alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Und ich glaube, das ist jetzt hier auch sogar schon die Höhle hinter dem Wasserfall. Ja, das ist sie. So, hinter dem Wasserfall. So. Stimmen wir doch einfach nochmal ein anderes Lied hier an.
dam, 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 dam. Turbulent wie ein Hurricane. Hier kommt Dagobert Duck. Wer verhilft zum Happy End? Es sind Tick, Trick und Track. Sie sind geheimnisvoll, babam, denn sie sind super toll, die. Ja, tut mir leid. Aber lasst mich raten, ihr habt gebrüllt, die DuckTales. Ja, ich wusste es. Ihr seid halt noch vom alten Eisen, Freunde. So, Geister, weicht! So, lasst mich durch. Ich habe wichtige Kunde zu überbringen. Oh, 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 oh. Also, das sieht schon pompös aus, muss ich echt so lassen. Ja. Wie die hier mit ihrer scheiß Magie-Kacke hier rumwangeln. Ey, das ist unglaublich. Sieht richtig mächtig aus, aber ist jetzt nicht so wichtig. Oder so, also so mächtig. So. Oh ja, da haben wir den Geister Ordi in 1. Ja, Hände heizt. Ja, komm. Da frage ich mich aber echt. Ist der immer hier, hat er sich hier immer durchgekämpft bis zu den Geistern oder wie hat er das gemacht? Okay, ich wette, dann sind die ganzen Monster hier nicht gespawnt, aber... Ah, ist richtig, ist richtig. So. Hier, die ganzen Pfeile einfach mal so in den Wänden stecken, die ganzen giftleuchtenden Pfeile. Dämonenblut, meins! Turbulent wie ein Hurricane. Hier kommt Dagobert Duck. Wer verhilft zum Happy End? Ach ja, noch eins. Noch eins, noch eins. Also wir brauchen noch ein Portal, Freunde. Ja, also ich sag mal, das ist ja hier, ne? Gar kein Problem. Das eine Portal uns noch zu holen, viel problematischer wird es erstmal bis zum Game Kaiser zu gelangen. Man kann natürlich sich das Ding auch komplett sparen. Man geht erstmal zum Game Kaiser, das ist nur so ein kleiner Trick von mir oder Tipp von mir, besser gesagt. Man geht zum Game Kaiser, bespricht die Sache da, die ganze Angelegenheit einfach mal mit ihm, so männlich, so von Mann zu Mann. Und sagt dann einfach, ey, was muss ich denn jetzt machen? Dann sagt der, geh zum Berg Uaso. Und ja, dann macht das wie folgt. So, geh zum Berg Boaso und töte den Telkin, bevor er den Titan ruft. So, dann sagst du erstmal, wo? Famos noch eins? Machen wir. So. Alter, ich... Du hängst da in der Wand und kannst dich nicht bewegen. Die gucken dich an und hauen dich dabei und du guckst einfach nur so zurück an. Sagst du, hey, oh, Name Meltas? 34, ledig, was geht? Fühlst dich gut? Ich stehe so, ich bin tierlieb, ja? Stehe so auf Spaziergänge, so Hand in Hand? Du so? Also wenn ihr jetzt denkt, ich bin echt 34, nee, bin ich nicht, aber ey, ihr wisst schon, was ich meine. Wo man sich so sagt, Alter, tut denn das Not? So, nun gut. Ja, was wollte ich sagen? Ihr könnt, ja... Der ratet ja euch hier, geht den Weg, aber den braucht ihr gar nicht gehen, den er euch vorschlägt. Ihr könnt euch auch nach Shangaan zurück teleportieren und dort dann einfach das Portal öffnen, also diese Türpforte. Somit könnt ihr euch ein Stückchen Weg sparen, sogar ein ziemlich großes Stückchen könnt ihr euch dann sparen. Nur so als kleiner Hinweis, also wir werden natürlich den gesamten Weg laufen, aber man kann da das Spiel ein bisschen bescheißen, um zeitlich ein bisschen ja, sich besser zu stellen. Wenn du halt hier wieder mit deinen Kumpels so einen kleinen so eine kleine Session macht, von wegen, wer ist schneller durch Orient durch, ja, dann kann man sowas einfach mal bringen. Das ist halt so eine kleine Abkürzung. Ja.
Aber da hab, ich glaube, da habt ihr dann eine Quest nicht gemacht. Da ist dann die Geschichte mit den drei Schwestern, die unsterblich sind, solange wie sie keiner Kreatur irgendwas zur Leide für, ja, irgendwie Haarkrümm, sagen wir es mal so. Und die eine, die wurde von einer Mücke gestochen und hat diese dann halt erschlagen und dann, deswegen ist sie nicht mehr unsterblich und die wurde dann halt von irgendwelchen Monstern belagert. Ja, und deswegen ja, ist sie halt nicht mehr unsterblich und die anderen Schwestern haben Angst um sie gehabt. So, diese Quest kann man dann nicht so ohne weiteres erfüllen.